In diesem Video geht es jetzt hier vorne einmal um den Schriftzug hey und um den zu erstellen muss ich erst mit der rechten Maustaste wieder eine Skizze auf diese Fläche legen und kann dann hier oben den Befehl Text auswählen. Und der Befehl, der ist so ein bisschen hakelig, finde ich. Ich baue jetzt mal extra alle Fehler ein, die man machen kann. Also der erste Fehler wäre, dieses Textfeld nicht so weit aufzuziehen, wie ich es wirklich brauche, sondern jetzt meinetwegen nur bis hier. Und jetzt tippe ich mal ein hey. Ausrufezeichen und das Ausrufezeichen kommt schon in eine neue Zeile, warum auch immer. Also, es gibt einen Grund dafür und den sehen wir jetzt. Wenn ich das jetzt abhake, fallen mir zwei Sachen auf. Erstens, meine Schrift ist verdreht, also nicht so, wie ich sie haben möchte. Und dieser Schriftzug, der passt nicht komplett in dieses Schriftfeld rein. Wenn ich jetzt das Schriftfeld größer mache, sodass das Ausrufezeichen da auch mit drin ist und dann nochmal Doppelklick auf den Text mache, dann ist das hier auch nicht in einer neuen Zeile. Also es schließt sich mir nicht genau, warum es hier anders dargestellt wird als hier, aber es ist halt einfach so und das muss man wissen. Wenn das hier in zwei oder drei Zeilen ist, ist euer Textfeld viel zu klein. Das Ganze hake ich jetzt aber einmal ab und ich kümmere mich ums nächste Problem, nämlich er richtet diese Schrift nicht nach diesem Würfel aus, wie ich das eigentlich am besten fände. Wenn hier oben steht, würde ich mir auch wünschen, er zieht die Schrift von links nach rechts, weil man diese Schrift ja auch so lesen kann, sondern er macht das nach dem Hauptkoordinatensystem von Inventor. Und das ist hier unten. Auf der linken unteren Seite XY. Danach richtet er die Schrift aus. Das heißt, habt ihr das nicht so liegen, dass die X-Achse auf, auf der unteren Seite nach rechts zeigt und die Y-Achse nach oben, dann verdreht er die Schrift. Und um das zu korrigieren oder zu fixen, müsst ihr hier oben den Befehl Drehen auswählen. Den zeige ich euch jetzt auch einmal, wie der funktioniert. Ihr müsst erstmal auswählen, was möchtet ihr drehen. Das ist in diesem Fall der Text. Und dann müsst ihr einen Mittelpunkt auswählen. Normalerweise lege ich den immer mitten in die Schrift rein. Dann dreht die Schrift um diesen Mittelpunkt. Ich lege den jetzt mal bewusst ein bisschen raus. So, dann seht ihr, was mit Mittelpunkt der Drehung gemeint ist. Dann rastet der ein bei 90 Grad. Und jetzt habe ich den Text so liegen, wie ich möchte. Verschiebe den. Hier auch in die Mitte. Der ist mir jetzt zu klein und das ist auch die falsche Schriftart. Wenn ihr diese Schrift ändern wollt, dann dürft ihr diesen Befehl Schrift oder Text hier nicht aktiviert haben, weil dann macht er ein neues Textfeld. Wenn ihr die Schrift ändern wollt, dann müsst ihr Escape drücken, also den Befehl Deaktivieren. Und erst dann könnt ihr Doppelklick auf die Schrift machen, um das zu ändern. Jetzt möchte ich nämlich die Größe ändern auf 6,10, sage OK und merke, es hat sich nichts geändert. Das ist der nächste Punkt, den ich so ein bisschen tricky finde. Ähm, ihr müsst nämlich draufklicken, das, was ihr ändern möchtet, markieren und dann könnt ihr 6,1 sagen. Und jetzt zeigt er hier wieder eine neue Zeile an, weil das passt dann natürlich wieder nicht in diesen Rahmen. Ich sage, okay, hierfür ist es völlig egal. Ich ziehe den Rahmen jetzt mal so auf, dass es auf jeden Fall groß genug ist. Einfach weil mich das stört, dass es im Eingabefeld untereinander steht. Ich ziehe das jetzt so einigermaßen hin, wie ich es haben möchte. Sage Doppelklick, markiere das nochmal. Die Größe darf ruhig 7 sein. Ich möchte das mittig haben. Und die Schriftart soll Comic Sense sein in diesem Fall. Dafür drücke ich hier bei Schriftart einfach auf c, dann springt ihr schon mal zu den Schriftarten mit C und hier habe ich Comic Sense und dann macht das in Comic Sense und zwar als Fettdruck. Okay, jetzt seht ihr, jetzt hat er das einmal in die vertikale Richtung mittig gemacht und einmal in die horizontale Richtung mittig, weil ich das angeklickt habe. Und jetzt ziehe ich mir den hier auch nochmal in die Mitte und bin mit dem Textbefehl fertig. Also, ihr habt gemerkt, dass das so ein bisschen äh, kompliziert werden kann, obwohl der Befehl eigentlich relativ einfach ist vom Grundprinzip, aber es gibt so ein paar Fallen. Dann hacke ich das Ganze ab und extrudiere jetzt diesen Text. Er erkennt bei Text nicht sofort, welche Skizze gemeint ist, deswegen muss ich das manuell anwählen. Dafür markiert er jetzt in diesem Fall schon in die richtige Richtung, bzw. extrudiert. Und das, was er bei Text nicht erkennt, ist tatsächlich hier die Bolsche Operation, dass ich das ausschneiden möchte. Klicke ich jetzt einfach OK, dann presst er die Schrift in den Einkaufsschip rein. Das ist unmöglich. Deswegen muss ich bei Bolsche Operation hier Differenz angeben. Dann wird das Ganze auch so ein bisschen rötlich. Dann schneidet er das aus und dann habe ich den Text eingeprägt. Dann gebe ich dem Einkaufsschip im letzten Schritt jetzt noch eine Farbe. Und das funktioniert hier oben mit diesem Befehl. Ihr klickt auf Anpassen und jetzt kommt hier so eine kleine Pipette. Und diese Pipette, die nimmt im Endeffekt die Farbe auf, also saugt die Farbe auf, die der Einkaufschip hier an dieser Fläche hat und gibt die dann hier aus. Ihr müsst nur darauf achten, dass, wenn ihr den ganzen Einkaufsschiff einfärben wollt, dann dürft ihr nicht nur eine Fläche auswählen wie hier. Dann würde er nur die Fläche machen, sondern ihr müsst. Hier an den Rand klicken irgendwo, so dass er den gesamten Einkaufsschip markiert und dann. Ändert er auch die Farbe des gesamten Einkaufsschips? Also, wenn ich jetzt hier auf Rot gehe, macht er den gesamten Einkaufsschip rot, sonst wäre das nur für die Fläche gültig gewesen. Hier auf dem Steuerrad kann ich die Grundfarbe ändern. Und wenn ich das so orange haben möchte, dann kann ich hier noch das Orange ein bisschen variieren, ein bisschen blasser machen, ein bisschen kräftiger machen, wie auch immer ihr es haben möchtet. Ich könnte alternativ mir hier auch noch andere, ganz andere Materialien auswählen, zum Beispiel Walnuss, finde ich von der Textur jetzt nicht optimal, aber ja, hier könnt ihr einfach mal ein bisschen mit. Austesten ich möchte das Ganze jetzt eigentlich ganz normal orange haben, breche das noch mal ab und färbe das noch mal ein. So orange, und das passt für mich. Das ganze speichere ich jetzt ab und im nächsten Video geht es dann darum, wie ich aus dieser Inventor-Datei eine STL-Datei exportiere, sodass ich das Ganze später auch 3D drucken kann.